herzlich willkommen hier live aus Gemünden zu unserem Forumstreffen hier am 7.3.2009. So, wir gehen jetzt mal in den ersten Workshop hinein. Und jetzt machen wir diese Geige einfach mal ein bisschen weicher. Das war jetzt diese Tempo-Delay-Geschichte. Wir haben die Möglichkeit, den Pocket Track als USB-Stick zu benutzen. Wenn Sie jetzt mit einem ehrfürchtigen, tosenden Applaus den gefürchteten Piraten Wolf begrüßen möchten. Never shall we die. Ich muss euch mal was erzählen, weil das Problem ist mit diesen USB-Sticks. Mozart hat euch mal erzählt, ihr könnt auf diesem Stick Samples draufpacken. Ja, habt ihr alle gemacht, aber ihr habt einen Fehler gemacht. Viele haben das probiert. Die haben gesagt, ich mache den Card rein auf den Stick, steck das rein, spiel das ab. Die haben aber einen riesenhaften Fehler gemacht. Die haben den Stick falsch rum reingesteckt. Ich mache das mal vor für euch. Hier reingesteckt, falsch rum. Was passiert dann? Kommt es rückwärts. Ja, darf man nicht machen. Immer aufpassen. Stick immer richtig rum rein. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Der Stick muss richtig drin sein. Ja, dann geht's. Welcome to the Ponderosa, hey. My friends. Und Mr. Cartwright war da. Mr. Cartwright, kannst du auch spielen? Natürlich. Gitarre wie ein Rohrspatz. Here we go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fragten Heidrun Jones, magst du bei uns einziehen in die WG? Aber sie wollte gleich, ja, 14 Zimmer. Haben wir gesagt, ja, kein Problem, die bauen wir für dich aus. Und ich musste wieder raus auf die See, denn es wurde schon zum 38. Mal Weihnachten. Und ich dachte mir, ich muss weg von dieser Insel. Ich musste heimfahren. Driving home for Christmas. Mr. Bond, haben Sie auch so eine Melodie, die Sie besonders hervorhebt? Sagt er, ja, natürlich, ich bin dieser Bond. Der typische Bond-Akkord am Schluss, den könnte ich euch auch mal zeigen. Das ist L-Moll mit H-Dur oben drüber. Ja? Geht so. Übrigens so ein richtiger Womanizer-Akkord. Muss man nicht viel machen, hat man in 6 Wochen geübt. Ja? Und dann kann man schön hier, da schmelzen die dahin. Ja? Und ich sagte, pass auf Bond, ich zeig dir mal, was ich von der Queen halte. Ja, und die gingen alle ab. Volles Rohr. Und ich hab mir gedacht, bisschen Klavier dazu. Schöne Gitarre aus dem Schrank. Was für eine Freude! Vielen Dank. Und jetzt waren wir also auf diesem Schiff. Und ich war ja so lange nicht mit an Bord. Und stellte plötzlich fest, auf diesem Schiff gab es Innovationen. Und sie hießen Tyros 3. Die Big Band, Beach Band, das klingt wie mein alter Kumpel, der fliegende Holländer. Du hast einen Freund in mir, du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen auch stürmt und das Boot untergeht, oh, du hast einen Freund in mir.
Melodie. Ich habe gemerkt, in diesem Keyboard und auf diesem Schiff, da war richtig was los. Plötzlich waren wir in der Diskothek unten und da war richtig der Bär los. Da war so ein Typ, so ein Freibeuter der Charts, der hieß Timbaland und er machte solche Musik. Das war übrigens der Refrain, die Strophe geht anders und wer es nicht weiß, ich arbeite im Nebenjob so ein bisschen bei der Kripo Freiburg und ich habe diesen Typen der Seeräuberei bei den Charts überführt. So geht nämlich die Strophe. Ja, hey, es ist doch geklaut, mal ganz unter uns, passt mal auf. Hey, Genghis Khan, ja? Und der Typ hat einfach mal ein Welthit damit geschrieben, unfassbar, aber... Ich merke in euren Gesichtern, ihr wollt nicht in die Diskothek gehen, ihr wollt als Piratenfürsten was Seriöses. Das biete ich euch an, natürlich Klassik. Ich sagte Klassik, nicht Barock. Ah, ja. Ein Lied, ein Gedenken an unseren ermordeten Mozart. Gleich nach der Piratenshow, wie ist Ihr Eindruck? Der ist super. Hervorragend. Ich fand, das war genial. Super. Wahnsinn, einfach klasse. Klasse, super. Wunderbar. Und die Musik, zu laut? Nein, die sind atmen, die ist schön. Die ganze Show hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt der ganze Ablauf über die Tage rüber war interessant. Man kriegt so viel Information, also dass man ganz schlecht alles wegpacken kann. Musik gehört, Workshops besucht. Wie geht's Ihnen? Recht gut. Gesättigt und zufrieden. Wunderbar, war eine sehr schöne Show. Ja. Das wievielte Mal nimmst du an diesen Forumstreffen von Musikando teil? Bisher an allen 12. Guten Abend, Brunhilde. Gleich nach der Tyros-Show, wie bist du drauf? Gut, immer noch gut. Obwohl es eine zweite Stunde schon für mich. Brunhilde, du bist eine der Besten hier. Du weißt eigentlich schon alles. Kommst trotzdem jedes Mal wieder. Hast du noch was gelernt? Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal kann man noch was lernen. Das dürfte der jüngste Gast sein, aber ich glaube, der macht ein Nickerchen. Den können wir jetzt nicht ansprechen. Sie haben hier 4.000 Bier und 20.000 Tassen Kaffee reingetragen, auch ein bisschen was von der Musik gehört. Wie finden Sie es? Toll. Also diese Kombination zwischen Show, zwischen den Möglichkeiten, was im Instrument steckt. Und man hat es ja den Leuten gesehen, dann hat es allen gefallen. Also einfach hier ein ganzes Wochenende zwischen so viele nette Leute zu sein, auch mal die Chance zu haben, sich mal vernünftig miteinander zu unterhalten, Zeit hier ein bisschen für Gespräche, zusammen Musik machen und ja, auch die Stunden, die dann nach der offiziellen Part nochmal kommen, das ist natürlich auch immer mal schön. Robby, hallo und herzlich willkommen. Du bist auch einer der Veranstalter, Mitglied des Organisationskomitees, jetzt heute Abend, wie ist dein Eindruck von der Veranstaltung bisher? Mein Eindruck von der Veranstaltung bisher ist phänomenal, war absolut super toll. Die Performance, was Yamaha wieder geboten hat, war einzigartig. Wer sowas mal miterleben möchte, sollte tunlichst dazu tun, beim nächsten Forumstreffen mit dabei zu sein. Wie fandst du es selber? Sehr gut, ich fand es total gut. Crew okay? Crew war gut, guter Wind, hoher Seegang, viel rum, alles war gut. Kein Leck? Kein Leck, nein, nur Tiere an Bord, gut, alle gut drauf, alles gut. Was kommt jetzt noch? Erzähl kurz. Jetzt kommt noch die Show, wo alle die Forumsmitglieder sich präsentieren.